So, Leute, willkommen zurück und ich bin doch nicht so überzeugt von Game Studio, da ich ja gerade mir die zwei Videos angeguckt habe, die ich vorher aufgenommen habe und die doch noch asynchron sind. Aber ich habe jetzt noch eine Fähigkeit, also noch eine Fertigkeit gesucht von Game Studio. Fertigkeit, Ability sozusagen. Und da weiß ich jetzt so ungefähr, was ich mache, also wie ich es mache. Ich bin mir nicht sicher, ob es klappt, aber man kann es ja wenigstens versuchen. Ja, und ich habe auch die Komplettlösung angeguckt. Wir müssen jetzt zu dem Koch. Was, mein Bruder? Ja? Das kommt davon, wenn man denkt, man sei der Einzige, der für sein Land kämpft. Hey! Hör auf zu meckern! Werde erwachsen! Was auch immer. Sehr ruhig, was weißt du schon? Hey, los, los! Okay. Der Koch tut nur so. In Wahrheit ist er immer in Sorge um den Hauptmann. Meine Männer sind solche Narren, ja, da. Die beiden versuchen wirklich, sich zu vertragen. Ja, warum. Ja, bla. Ja, war's das jetzt oder so? Ich bin mir nicht sicher. Halt! Ah, okay. Nimm das hier mit: ein Rauchfleisch. Und das hier ist für euch, nehmt es. Eine Kraftpille. Lecker. Und sagt diesem Narren, er möge gesund zurückkehren. Okay. Das werden wir tun. Nicht. Ich werde erstmal die bla 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 bla. Kraftpille Attika um 1. Ja, hier, ihr. Rauchfleisch. Eisenanzug. Zweimal ausweichen. Warte mal, warte mal. Warte. So, jetzt hier. Oh mein Gott. Sir Chrono. Ist das jetzt für uns? Yay. Unsere Ration. Der Koch. Er hat uns alle gerettet. Sir Chrono, wenn ich nicht zurückkehre, richtet mein Bruder meinen Dank aus. Bitte. Was ist hier los? Markus Truppen sind zum Armkoch übergegangen. Sie versprechen unsere Verteidigung. Hört mit der Heulerei auf, das ist ja beschämend für die Ritter der Tafelecke. Was? Tafelecke? Ihr werdet Markus Truppen vernichten und unserem König Ehre erweisen. Aber sie sind in der Überzahl. Aua. Dies ist unsere letzte Verteidigungsstaffel. Niemand darf sie durchdringen. Verstanden. Okay. Ach du Kacke. Zombies. Ich bin Ossi, Markus, höchster General. Wer sich Markus widersetzt, bekommt es mit mir zu tun. Ja, meine Kinder, lasst sie ihr Verderben kosten. Was auch immer. Was? Wow, machen wir viel Schaden. Napalm. Wow, okay. Zyklon. Diese Flöhe sind zäher, als ich dachte. Okay. Was mit euch? Wir haben ihn. Ach nee, wir haben ihn. Das war rum. Ich habe euch unterschätzt, aber das passiert mir nicht nochmal. Zombies. Grrr, jetzt ist aus mit euch. Technik. Zyklon. Auf die zwei. Ja, komm. Wow, ist ja richtig viel Schaden. Laserwirbel. Was? Die kriegen da HP zurück? Leck mich doch. Robo-Angriff. Und sie macht Napalm. Boom. Verflixt. So, das war's. Ihr könnt nicht gewinnen. Ergebt euch lieber. Was? So. Oh mein Gott. Los, Zombie, vernichte mal Sir Markus' Feinde. Ich hätte wahrscheinlich vorher speichern sollen. Scheiße. Gewitter. Laserwirbel. Okay, das bringt aber schon mal gut was. Napalm.
Und das gibt ihm wieder MP zurück. HP. Hä? Och, das ist so verwirrend. Ja, ich kalk das mal so an. Verdammtes Wirbler. Hallo, du gehst aber gut ab heute. Ein Tonic Med auf dich. Einen Robo-Angriff auf ihn und ein Tonic Med auf dich. Verdammtes Wirbler. Okay. Tonic Med. Was zur Hölle? Tonic Med. Gewitter. Gewitter? Scheiße, nein, das bringt ihm. Das bringt ihm ja was. Ja, greif mich an, komm, greif mich an. Yay, yeah, greif mich an. Yay, yeah, greif mich an. Yeah. Stirb doch, endlich mal. Der Abschuss gehört dir, Kron. Komm, töte ihn. MP-Sauger? Selbst getötet. Kron erreicht die nächste Stufe. Okay. Wir sind weitergekommen, endlich. Ältestenhaus, da gehen wir. Ich will, dass du diese mystische Regenbogenmuschel findest. Hier ist ein bisschen Geld. Wir zählen auf dich, Thomas. Okay. Hey, kein Problem, ich bin ja mystische Forscher, ich bin Barbarschef. Hä, wer arbeitet denn? Achso. Ich habe gerade zu tun, reden wir später ein wenig. Okay. Nur das uralte Schwert Masamune kann ihn besiegen und nur der Held kann es führen. Ich kann durch den Typen durchgehen. Okay, sehr interessant. Wir können aus der Regenbogenmuschel reflektierende Rüstung machen. Die wären gut gegen Magie, aber dieser Typ ist ein wenig verrückt. Es war ein Fehler, ihm zu trauen. Ach, so war es ein Fehler, ihm zu trauen, war. Der Held ist gekommen. Er ist stark und will diese Monster vertreiben. Natürlich. Der Bürgermeister von Sandorino lebt hier. Seid ihr Fremde oder von Magus Truppen geflohen? Magus hat 3 Spieß gesehen. Ozzy, Flea und Slash. Sie sind skrupellose, grausame Bestien. Oh mein Gott. Magus Höhle ist auf einer Insel im Osten. Sie ist von unbezwingbaren Klippen umgeben. Unbezwingbar? Dorino-Schupe. Oh, viele Leute zum Sprechen. Sind Magus Truppen wirklich angerückt? Aber wenigstens der legendäre Held da, um uns zu retten. Soll ich euch etwas erzählen? Ja, komm. Goblins mit riesigen Hämmern machen die Denadoro-Berge östlich von hier unsicher. Verbrennen ihre Hämmer sind sie jeder harmlos. Verbrennt man ihre Hämmer? Och, der kann auch gegen Deutsche. Sie sagen, das mystische Masamune ist legitim in den Denadoro-Bergen und würde von Dämonen bewacht. Hallo. Tut Buße, denn das Ende der Welt ist nahe. Och, du denkst aber negativ. Viele Leute gehen in die Gaststube. Fragt dort, wenn ihr jemanden sucht. Übrigens, Energiewirbel verschwinden durch eine Schlagattacke. Die Natur ist im Gleichgewicht. Hey, wie geht's? Wenn du meine Rechnung übernimmst, erzähl ich dir was Neues. Sicher. Vielen Dank. Hey, bitte noch einen. Ein paar eklige, gefährliche Frösche spucken im Wald im Süden herum. Super! Magus beschwört etwas ungeheuer Böses herauf. Oh, glückt es ihm, gibt es keinen Kommen. Wir werden alle sterben. Deshalb lebe ich jetzt. Yay! Yeah. Sucht ihr den Helden, geht nach Süden, ins Porodorf, dort zu erherrschen. Das sauft. Hallo, dies ist das R&R-Gasthaus, eine Nacht. Nein. Ich gehe einfach so. Warum denn? Ach, scheiße. Vor hunderten von Jahren wurde das Schwert gemacht, das Masa noch was. Niemand kann heutzutage noch ein vergleichbares Schwert machen. Hallo. Danke. Und raus hier. So. Ein Laden. Das finde ich schön.
Brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Ein Wohnhaus. Gibt's hier irgendwo... Da ist was. Verschlossen. Scheiße. Will ich mit ihm reden? Ich will mit ihm reden. Ist es wahr, dass ein Kind verletzt wurde? Ja. Doch nicht. Ich will doch nicht mit ihm reden. Okay, Leute. Ich glaube, das war's für heute. Wir haben gut viel geschafft. Und ich will irgendwie einen Speicherpunkt suchen. Na egal. Wir gucken nächstes Mal hier nochmal genauer lang. Werden uns das alles genauer angucken. Und den Adoro-Berge wird vielleicht unser nächstes Ziel sein. Dann auf jeden Fall, das war's für heute. Bis morgen. Hoffe ich mal, dass es jetzt nicht asynchron ist.